Willkommen, Freunde des blutigen Ballsports. Es ist Samstagabend, 21 Uhr und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist mal wieder Dinnertime. Und zwar der zweite Teil der dieswöchigen Dinnertime. Wir befinden uns mal wieder auf dem Kanal von Whiting Bull und wir sehen mal wieder ein Blood Bowl 2 Spiel. Aus der Community von Whiting Bull, ne? Whiting Bull, community.whitingbull.de. Und zwar aus der Blood Bull Liga, genauer der ersten Liga am 7. Spieltag in der 5. Saison. Und wir sind hier, um uns das Spiel zwischen den Connors Runners und den Malekiths Druhi zu Ende anzuschauen, denn die erste Hälfte war wirklich, wirklich spannend. Und ich glaube, die zweite wird es genauso sehr werden. Oder was denkst du, Sky? Ja, servus ihr Lieben. Also ist immer ein Unentschieden, ob 0-0, 1-1, 2-2. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verspricht immer sehr viel Spannung. Ein 2-0 zum Beispiel, ja, kann auch noch spannend werden, aber meistens sagt man, ja, ist ja eigentlich schon gegessen, der Verteidiger verteidigt und fertig. Ja, aber hier, es war eine schöne erste Halbzeit. Wir haben einige Rüstungsbrecher gesehen, K.O., ein Verletzter wurde gerevolt, gesund geapothekert sozusagen. Und 1-0 von Only Akis Dunkelelfen haben wir gesehen, schön herausgespielt und dann ein 3-Turn-Touchdown von den Skaven gekontert. Deswegen steht es hier noch 1-1. Genau, genau. Also das ist die Lage, nur für alle, die das jetzt nochmal, um nochmal das zu resümieren. Die Ratten haben keine Verletzten, keine K.O.s, aber zwei Auswechselspieler. Im Moment sind der Gossenläufer, der eben den Touchdown gemacht hat, draußen. Und einer der Feldspieler. Bei den Elfen keine Verletzten, keine K.O.s, keine Auswechselspieler. Man muss aber dazu sagen, ihr habt es eben am Anfang vielleicht auch gesehen, bei den Ratten sind zwei K.O.s wieder aufgestanden. Bei den Elfen hatten wir eine Hexenkriegerin, die draußen war. Die war eigentlich verletzt, ist durch den Apotheker aber wieder gesund geworden. Hm. Dementsprechend hat Only Aki keinen Apotheker mehr. Don Carlos aber schon. Und Don Carlos hat auch, obwohl beide eigentlich nur eigentlich drei Wiederholungswürfe hatten, zu Beginn der ersten Halbzeit hat er vier, was hier an seinem charmanten Werfer liegt. Der hat nämlich Teamkapitän. Und er hat auch noch das Glück, jetzt im Gegensatz zur ersten Halbzeit nicht anzugreifen, sondern zu verteidigen und seine Verteidigungsposition auch noch umstellen zu dürfen. Stimmt, ja. Perfekte Verteidigung war jetzt, glaube ich, ne, das Anstoßereignis. Genau. Und damit kann er dann jetzt... Moment. Moment, andersherum anscheinend. Andersrum? Dann war es, wie hieß es, für den Angreifer, dass er... So. Genau. Also wir korrigieren uns. In der ersten Hälfte haben die Ratten verteidigt und die Elfen angegriffen. Jetzt dürfen die Ratten angreifen und die Elfen müssen verteidigen. Ja, richtig. Ich bin jetzt gerade echt verunsichert. Und das Anstoßereignis war schneller Zug. Und Anstoßereignis war schneller Zug. Das heißt, die Angreifer dürfen quasi... Dürften einen Schritt gehen, jeweils. Und das haben sie auch fleißig genutzt, um hier den Gassenläufer den Ball fangen zu lassen, den Werfer mehr in die Nähe zu bringen und hier an den Flanken die Angreifer vorzuziehen. Und wie gesagt, jetzt beginnt der Angriff der Ratten, der gleich mit einem Gelähmten beginnt. Und auch hier sieht man wieder, dass er sich an einer Flanke vorarbeitet, diesmal an der linken. Mhm. Da ist das Pau, der hat gewandt. Okay, lässt ihn nach hinten schmeißen. Er geht mit an die Hexenkriegerin. Ja, die Aufstellung der Elfen ist eine, die Aufstellung der Elfen ist so eine Mischung. Auf der einen Seite wurden damit die wertvolleren Spieler schon eher nach hinten gestellt, aber andererseits ist es eine sehr lockere Aufstellung, um eben möglichst viele Tackle-Zonen zu haben, durch die Ratten durch müssen. Also mein Dodge... Bei mir ruckelt jetzt so ein bisschen das Bild. Ich weiß nicht, ist es bei das dir ist das oder Spiel. Liegt das jetzt am Team? Okay, ist das Spiel. Gut. Ich dachte eben, meine Internetverbindung verabschiedet sich gerade. Das Spiel selber, das ist das, was ich so charmant am Ende des letzten Videos meinte, mit unserer Halblingen-Kameramänner haben eine Vorliebe für Slow-Mo.
Das ist das Okay. Spiel natürlich. Also das Spiel, keine Ahnung warum, also ich habe keine Aussetzer mehr seit einer ganzen Weile, schon seit einigen Dinner Times habe ich keine Aussetzer mehr beim Aufnehmen, was uns alle freut. Dafür habe ich diese Slow-Mo-Effekte, die aber das Spiel, nicht das Aufnahmeprogramm produziert. Keine Ahnung, woran es liegt. Ehrlich gesagt sind die mir aber lieber als die Aussetzer. Vorhin habe ich mich eben gefragt, warum der Gossenlöwe denn an die Hexenkriegerin gestellt worden ist, wenn er jetzt wieder so leicht dann von dieser geblockt werden konnte. Das ist die Keine Ahnung. Frage, was sich da um die Don Carlos gedacht hat. Gute Frage. Was auf jeden Fall Don Carlos jetzt erstmal geschafft hat, ist, dass er den Ballträger erstmal relativ sicher hier in einen Käfig gestellt hat und die Ratten zwar und die Ratten auch keine schlechte Position haben, die sie jetzt ausnutzen können, denn meiner Meinung nach sind da die Elfen jetzt nicht so richtig dazwischen gekommen. Muss man der Fairness halber auch sagen, dass jetzt keine große Chance war, da dazwischen zu kommen. Ist also nicht der Unfähigkeit des Coaches, sondern der Situation geschuldet. Generell möchte ich an dieser Stelle betonen, dass ich finde, dass beide Coaches, auch wenn das natürlich nur die Meinung eines Amateurs ist, aber dass beide Coaches ihr großartiges Werk abliefern und ein wirklich tolles Spiel spielen. Aber ich denke mir, man wird uns da recht geben. Ja, Selbstverständlich. nicht zuletzt, weil dieses Spiel wurde uns empfohlen. An dieser Stelle danke an Jagul dafür, dass er uns dieses Spiel empfohlen hat. Ich wiederhole gerne immer wieder, eine Empfehlung lohnt sich immer, wenn ihr denkt, dass das Spiel gut war. Seid uns dann nur nicht böse, wenn wir es vielleicht mal nicht zeigen. Manchmal haben wir einfach viele Spiele, die wir zeigen wollen und dann müssen wir halt auswählen. Aber in dem Fall waren wir uns einig, Jaguls Empfehlung ist wirklich gut und das Spiel hier, die erste Hälfte hat es ja schon, finde ich, schon bewiesen, ist ein gutes Spiel. Auf jeden Fall. Ich bin allerdings wirklich gespannt, wie es ausgeht, weil das ist sehr unklar noch, weil keine Seite wirklich dominieren kann. Nee, alle haben ihre 11 Spieler. Jetzt, nee, es bleibt bei 11. Es war Luft angehalten, alles nur gestunt. Mal gucken, wann Don Carlos hier seinen Gossenläufer ausbrechen lässt. Hinten steht noch die Hexenkriegerin von Only Aki. Die passt natürlich auf, dass sowas nicht wird. Da geht ein Dodge schief. Ein Dunkelelf, da ist die Doppel-Eins. Also der Ballträger ist recht gut aufgestellt, aber es gibt natürlich einen Elfen, der an ihm dran steht. Das ist normalerweise nicht gut. Gut, kann er jetzt korrigieren? Ja, klar. Erstmal blockt er da hinten. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht er versucht, über linke Seite dann auszuweichen mit dem Gossenlöwe, der zwei Köpfe da sein Dodge lässt. Da ist der Bowsdown. Ja, man sieht schon, zum zwei, dreimal kam die Situation mit dem Rattenoger, dass ein Bowsdown da war. Und der hat Blocken, da sieht man mal, wie geil das einfach ist. So, der Ballträger ist free. Jetzt kann der Blitz erstmal mit dem anderen Gossenlöwe inklusive Dodge. Doppel-1 hat er ja weggewürfelt, ne? Die kommt also nicht mehr. Er hat Ringen eingesetzt. Das heißt, nee, das liegt zu viel im Weg rum, dass der Kostenläufer da durchlaufen könnte. Oh, guck mal da. Der Werfer läuft in die Touchdown-Zone. Okay. Das ist interessant. Ich bin gespannt. Er Da, muss. Nee. Ach, er hat er springen. springt über die am Boden liegenden Ratten und Elfen, wiederholt das, weil es beim ersten Mal nicht klappt, rennt jetzt nach vorne und wirft auf den Werfer, oder? Ja! Ja, und Und er der fängt wirft. das Ding auch noch! Rollentausch. Rollentausch! Statt der Werfer auf den Gossenläufer hat der Gossenläufer auf den Werfer geworfen. Sozusagen, Werfer sucht Ball. Werfer sucht Ball, Bauer sucht Frau. Entschuldigung. Oh Weh. Gott. Nee, aber das war ein Manöver, das ist wirklich großartig. Also das Damit hätte ich möchte ich jetzt am nicht liebsten, gerechnet, ja. damit, also das möchte ich am liebsten nochmal sehen eigentlich, aber machen wir hier nicht. Der Nachteil Ihr könnt zurückspulen. Der Nachteil daran ist, Only Aki hat jede Menge Zeit, hier den Ja. Ausgleich zu machen. Also es ist natürlich schon eine Aktion, so früh den Touchdown zu machen. Auf der anderen Seite, er setzt damit Only Aki unter Druck. Das ist auch nicht zu unterschätzen, ne? Übrigens an der Banklage hat sich nichts geändert. Er setzt ihn halt jetzt unter Druck. Und ich muss sagen, ich fand die Aktion geil, weil
Der Werfer steht hinten bereit und der Gossenläufer geht hin. Da rechnet halt auch keiner mit, wenn man nicht an den Skill denkt. Und springt einfach über seine eigenen am Boden liegenden und die gegnerischen am Boden liegenden drüber. Beim zweiten Mal klappt es dann ja zum Glück auch. Hat aber auch Glück, muss ich sagen. Obwohl mit einem Wiederholungswurf war das schon eine recht safe Aktion. Und dann braucht er ja nur noch seine Bewegungsreichweite ausnutzen und der Pass. Der Pass war dann tatsächlich das Kritische. Jetzt kommt zu Prinz der Blitz. Kostenloser Bonuszug für Qantas Runners. Jetzt ist der Blitz anstatt der Schnellzug, das heißt, es ist andersrum. Jetzt Ja, haben das sie heißt, die. wirklich einen zusätzlichen Zug. Genau, also Don Carlos hat hier wirklich sehr viel Glück mit den Anschlussereignissen in der zweiten Hälfte Ja, hier. aber das eben mit dem Springen, was ich nur sagen wollte. Dass das Springen, das musste er ja wiederholen. Das heißt, der wirkliche Zitterpart an der Nummer war jetzt halt, ob der Pass eventuell schief geht, weil Ja. sein Werfer hat halt kein Fangen Und nur geschickt 3, das heißt 3 und plus, sein ja, ohne Gossenläufer Reroll. mit der Gossenläufer mit Springen, wo ist der da? Der Ja, Gossenläufer geschickt mit 4 Springen halt. hat gut geschickt 4, haben die Gossenläufer ja alle das immerhin, aber er hat auch keinen eingebauten Reroll. Nee, aber eine 2 plus passt, das ist, Was hat er das geht denn da? schon, Was weil ist das nur eine Stelle das? passt. Das sind Okay, mehrere Köpfe. das ist Ausweichchance um eins besser. Wegen der zwei Köpfe. Ich möchte übrigens ganz ehrlich, ich warte jetzt gerade noch diesen Block ab. Also der Rattenoger hat da gerade geblitzt. Ich möchte allerdings eine Sache tatsächlich zeigen, wo wir gerade bei den zwei Köpfen sind. Hier. Den sieht man, ja. Den sieht man auch tatsächlich. Hier ist er, der Spieler, ne, mit den zwei Köpfen. Ich werde es mal ganz kurz zeigen. Man sieht es kaum, aber man sieht Ja. da einen weiteren Unterkiefer. Ja. Der hat also eigentlich keinen zweiten Kopf, wenn man es genau nimmt, sondern der hat quasi nochmal ein zweites Maul, das ihm unten rauskommt. Und man kann hier so ein bisschen sehen, dass er ein zweites Paar Ohren hat. Also der Kopf, der kommt quasi unten aus seiner Kehle raus. Ja, Sehr es appetitlich, finde hängt ihm ich. zum Hals raus, der Kopf. Sein Zwilling hängt ihm im wahrsten Sinne des Wortes zum Hals raus. Und auch schön mit der Kamerafahrt, ne? Wenn die Legendary Edition da ist, können wir auch mit der freien Kamera euch die Modelle hier viel besser präsentieren. Da freue Was ich mich auch schon gerade bei tierisch den drauf. Mutationen ganz nett ist. Die meisten Skills zeigen sich ja nicht körperlich, aber die Mutationen, gerade bei den Ratten oder Chaos oder so, sind halt durchaus manchmal ganz interessant anzusehen, wenn da so ein, wie gesagt, so ein zweiter Kopf aus der Kehle wächst oder ein zweiter Arm aus der Achselhöhle. Ja. Apropos 5. September, macht's euch ganz rot dick im Kalender. Da kommt die Legendary Edition raus, zumindest Stand heute. Also Stand diese Woche, sagen wir einfach mal ganz Genau. praktisch, weil, ne, denn heute ist ja Samstag, ne? Heute ist Samstag, genau. Ihr habt mal gerade gesehen, Malekis Trophy hier im Ball aufheben auf die 1 und die Aki hat seinen letzten Team Reroll hier genutzt. Und damit hat er jetzt noch ganze Das ist halt 5 aber auch, Runden vor es sich. ist aber auch wirklich geil. Ne? Die Ratten durften im ersten Lauf angreifen und hatten einen Schnellzug. Jetzt waren sie eigentlich Verteidiger, haben aber einen Bonuszug bekommen. Was, also manchmal ist macht Naffel wirklich seltsame Dinge. Nichtsdestotrotz, die Elfen haben den Ball und das relativ safe und gehen jetzt halt aggressiv nach vorn. Ah, der hat kein Ausweichen gehabt, der Gossenläufer. Ja. Eigentlich eines der ersten Dinge auf die. Nee, Moment, der. Ach nee, Quatsch, der hat Tackle, Entschuldigung, der hat Ausweichen, natürlich. Der Tackle hat Die es Dame negiert, hat ja. Tackle, ja. Entschuldigung. Und da wird jetzt weiter fleißig geblockt. Da hinten weicht er aus. Jetzt kommt da vorne der Unerschrockene Ja, und zündet auch haut und. den Rattenoger aus den Latschen. So einfach geht er. Und sogar ein Rüst. Ja, genau. Gestunt. Ja, die Animation kommt ja nur bei Rüstungs, ne? Das ist ja Ja, das bei mir Schöne. erscheint es alles ein Tick später als bei dir, so ein Ah, kleines okay. bisschen. Okay. Aber immerhin, ne, immerhin noch besser als das, was wir früher hatten, weil es noch zu Oh Beginn der ja. Dinner Time. Ja, wo wir quasi parallel uns die Spiele angeguckt haben und Asynchron. einer, wer genau es war, dann wurde dann immer umso länger das Match ging asynchroner, dass einer schon im nächsten Turn war. Ja, das wäre unmachbar. Das geht nur bei Live-Spielen, weil, ne, da, wenn man zuschaut live, dann kriegt ja jeder das Gleiche zu sehen, zur gleichen Zeit. Zumindest auch da annähernd zur gleichen Zeit, aber also perfekt ist es nie, aber immerhin ist es hier gleichmäßig. Unerschrocken auf die Hexenkriege. Nur ein Push, das ist, ja.
Er geht nicht mit zum Ballträger. Nein, er bleibt in dem Gossenläufer hinten. Will ihn nicht gefährden. Macht den Laufweg auch zu. Hier macht er den sogar Und nochmal doppelt zu. ja, wenn der Gossenläufer weg ist, ist die linke Flanke entblößt. Aber es ist halt auch Vielleicht sogar schwerer. dahinter gestellt. Oh, da ist ein Ein Rot. Rote Doppelroter. Block. Push und Pow. Natürlich wird das Push gewählt vom Verteidiger. War jetzt mutig. Ja. Ich glaube, der hat keinen Block, oder? Der Gossenläufer, oder? Der Block. Das war ja der hier. Der da hockt. Der hat Ach, Hörner, Ringen. aber. Ringen. Und Ringen. Deswegen hat er sich Okay, das ge gut. geleistet. Okay, der Ballträger wechselt spontan die Richtung. Gar So. keine schlechte Idee, weil hier sind wesentlich mehr Elfen zum Beschützen. Und jetzt kommt die rasende Hexenkriegerin. Guck dir das an, durch den Chain Push wurde jetzt einer so serviert an die Linie. Das Ja, war ein ich sehe schöner es. Zug. Ich sehe es, das ist Da sehr kommt der geil. Assist und Und jetzt jetzt kommt wird das er Surfen, oder? auf den Schiedsrichter geschubst. Erst nochmal hier alles, was kein Würfelwurf ist. Genau. Ballträger sichern, Cage Sichere aufbauen. Aktionen. Der Cage muss ja sitzen. Cage ist definitiv wichtiger als der Surf. Und ah, den zieht er noch auf die rechte Seite, haben wir Boah, sonst ist gar nicht gesehen. schlecht. Und jetzt kommt der Jetzt geht's Surf. los. Da, und er gelingt. Er wird rausgepusht. Boom. Und es ist eine Verletzung. Ach du lieber Gott. Was ist es denn? Was ist es denn? Schnell, schnell gucken. Er muss zurück nach Mordheim ins Kein, okay, Krankenhaus. ich habe es gesehen, keine langfristige Auswirkung. Okay. Das heißt, er ist für den Rest dieses Spiels ausgeschaltet, aber mehr auch nicht. Ja, der ein bisschen Käse wie heißt es, in die Vene reingepumpt, intravenös. Und dann geht's ihm wieder besser. Little bit of cheese. Genau, damit er was zu lachen hat. Richtig. Genau. Und mal gucken. Und Ah, der hier. Rattenoger steht auf. Genau, Rattenoger steht auf und blitzt direkt. Gewandt, der lässt sich zum Ballträger fallen. Okay, er steht halt mit seinem Klammerschwanz am Ballträger. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht So, da werden schlecht. natürlich die Laufwege zugemacht. Eine Ratte liegt da noch an der Seitenlinie, kann auch so, sich noch dazu gesellen. Der Gossenläufer geht zentral. So, die Frage, ob Only Aki hier das noch schafft. Schafft er den Ausgleich oder schafft er ihn nicht? Also aktuell läuft alles darauf hinaus. Vielleicht zögert er auch ein bisschen noch mit rum und sagt sich, okay, letzter Turn, Ausgleich, ein Punkt mitgenommen, fertig. Don Carlos tut jetzt wirklich alles auf die rechte Seite. Und das war's auch schon. So, was macht Only Aki? Linke Seite wäre frei. Ist die Frage, ob er wechselt oder ob er sich da durchprügelt. Er fängt erstmal an zu prügeln. Hexenkriegerin könnte jetzt blitzen. Welchen jetzt? Ah, den unten natürlich. Ne, den unteren. Und jetzt durch Ah, das er Rasend. surfing. Ah, okay, alles klar. Und noch eine Ratte und diesmal K.O. Alter Schwede. Okay, also jetzt, wo das davor noch relativ ausgeglichen lief, muss jetzt Don Carlos ordentlich einstecken. Er hat zwar zwei Ersatzspieler und kann das ausgleichen, aber nichtsdestotrotz beginnen die Elfen jetzt ernst zu machen. Sie sind in Überzahl und sie haben einen schönen Laufweg für den Ballträger. Und er hat noch danach noch drei Turns auch noch Zeit, um den Ball wirklich sicher nach vorne zu bringen, ohne Risiko. Mit minimalem Risiko, sagen wir es mal Ich meine, so. ohne würde ich nicht sagen. Der Ballträger legt sich mit dem Rattenoger an und kommt nicht durch. So, jetzt könnte der Rattenoger, Ja, aber der wenn ist genug. umgestellt. Der Ja, wird. aber da Der setze ich nur ein wird. paar, zwei dran und dann ist die Unterstützung weg. Ne? Und so wird es auch kommen. Der wird den Ballträger angreifen. Da kommt ein Blitz. Er blitzt einen der Unterstützer. Pusht. Er hat gewandt. Und dadurch Sicher. verändert sich jetzt aber die Situation am Ballträger. Der hat aber natürlich Abspiel und Nerven aus Stahl. Wir hatten die Kombi Ja, okay. schon. Also selbes Spiel, ne? Egal was du machst. Wenn der den Ball hat, kannst du tun, was du willst. Du kannst ihn angreifen, dann spielt er ab. Also das ist bitter. Ich glaube auch, dass
Oniaki genau aufpasst, welche Spieler er so wo positioniert, damit er dann auch genau weiß, wem er den Ball zuspielen würde im Fall. So, er wird negiert. Jetzt hat er zwei Würfel auf dem. Ne, nur einen Würfel. Jetzt greift er den Blitzer, der den Ball jetzt hat, an. Der hat aber gewandt und kann sich hier sogar noch nach vorne schieben lassen. Ach ja, mit dem vorderen. Okay, jetzt wird. Nee, nicht gesurft. Er muss den Pau nehmen, aber er Nee, ist auch aber verletzt. keine langfristige Auswirkung, aber wieder, ne? Und Jetzt wird's kritisch nur um das langsam hier für die Ratten. festzuhalten, ne? Das ist ein Stormvermin, ein Gossenläufer und noch ein Gossenläufer. Das heißt, das sind keine Feldspieler, die hier vom Platz gehen. Naja, die Gossenläufer gehen halt recht schnell vom Feld und mit Rüstungswert 7 und nur Stärke 2, die kannst du leicht angreifen und gehen schnell kaputt. Dann wieder Blocker-Duell. Lockerduell, genau. Bin mal gespannt, ob der Oger wieder angegriffen wird, aber das sieht eher schlecht aus, der kriegt keinen Assist drauf. Da wird ausweichen, wird weggeschubst. Die Frage, was der Ball Jetzt trägt, geht da die, macht sie. jetzt geht die, jetzt geht hier die, siehst du das? Die Ja. Hexenkriegerin geht nach vorne. Der Blitzer weicht aus zweimal. Und. Geil. Und jetzt kommt der Pass. Aber Touch. Nein. nein! Oh, ich wollte schon Nein! schreien. Da Habt ihr das gesehen? lässt sie einfach den Ball vor sich hin Hier, flitzen. der Sie Ball geht liegt nicht direkt außerhalb vor des ihr. Feldes. Sie müsste sich quasi nur mal lasziv vorbeugen, Bücken. dann wäre alles gut. Ja, genau, wie heißt es so schön, ne? Bück Bück dich. dich. Aber wenn der Ball jetzt nach hinten gescattert wäre, ins freie Feld, wer weiß, wo der dann hingefallen wäre hier, wo der Werfer vielleicht dran, also einer der Skaven einfach dran gekommen wäre, ne? Also ich sag mal so, es hätte schlimmer sein können, aber es ist schon schade. Aber ich muss jetzt an der Stelle einfach mal so eine Frage ins Publikum stellen. Ich mal sehen, ob jemand das Lied nennen kann. Bück dich, Fee, denn Wunsch ist Wunsch. Sagt mir, wer das gesungen hat und wie das Lied heißt. Von dieser mit dieser Zeile. Sky weiß es. So. Sie hat gewandt und lässt sich auf den Ball schubsen, werfen, wie auch immer. Und jetzt liegt der Ball bei den Ratten. Und die Ratten gehen vor. Da bin ich wieder. Sorry, kurz war die Verbindung weg. Oh. Aber ich bin wieder da. Ach, deswegen hast du gerade auf meine Anspielung nicht reagiert. Ach, was hast du gemacht? Ach Mensch. Ich hab gesagt, Preisfrage. Folgende Zeile aus einem Lied. Bück dich, Fee, denn Wunsch ist Wunsch. Sagt mir, wer das gesungen hat und wie das Lied heißt. Dann habe ich gesagt, Genau, ja. Sky weiß es. Und dann Genau, hast du weil nicht reagiert. ich habe die ganze Zeit gesagt, ich weiß es und ich dachte, du antwortest mir mit Sky weiß es, weil ich das gesagt habe, aber da hast du gar nichts mehr gehört von mir. Nee, habe ich schon nicht mehr. Okay, alles klar. Na gut, jetzt wisst ihr, er hat wirklich geschrien, er weiß es. Was wieder mal beweist, Sky, wir haben eine telepathische Verbindung zueinander. Wir sind wie Brüder. Ja, definitiv. Oh! Wir haben einen Okay, Toten. halt, stopp, wer ist das? Okay, es ist ein normaler Feldspieler mit zwei SSP. Ja, kann man weg. Das Okay, Problem ist halt nur, okay. Dunkelelfen-Feldspieler sind halt etwas teurer. Ja, ist nicht Ja. schön, aber es hätte schlimmer Geschick sein 4 können. halt. Ja. Vor allem, er hat ja keinen Das hätte die Apotheker mehr, ne? Hexenkriegerin treffen können, oder? Ich wollte sagen, er Ja, hat halt keinen eben, stimmt. Apotheker mehr. Er kann froh Ja, sein, dass ja, es ja. nur ein Feldspieler war. Ups, Puh. jetzt hat hier die Kamera nach vorn gelockt. So. Okay, also hinten findet immer noch eine Massenprügelei statt. Die Ratten sind dran. Wieder ein Rüstungsbrech. Oh, Und nur K.O. K.O. Also jetzt schlagen die. Das, was eben den Ratten passiert ist, das kommt jetzt zurück. Jetzt wird's hier, also jetzt Da kommen hier hinten. unsere Portale. Ah, da ist der Skull. Vorletzter Reroll geht. Both down, beide liegen. Und Eines gelähmt und gelähmt. der Dunkelelf liegt nur. So, jetzt muss ich mal gucken. Turnover. Jetzt ist die Frage. Hier hinten sind jetzt noch zwei Elfen beim Ball, aber erstmal geht's vorne irgendwie noch zur Sache. Mal gespannt, ob er Ich wechsle auf. tatsächlich mal die Ansicht, damit wir nicht aus Versehen was verpassen, wenn da hinten was passiert. Okay, die versucht jetzt mit aufs Hängen und Würgen hier diesen einen Spieler hier, den Stormwurm, zu blocken. Aber Bowstown, der hat blocken, da wird er nur geschoben. Jetzt kommt der Blitzer, der eben geworfen hat. Hebt Und. den Ball auf und jetzt ausweichen. Und nochmal ausweichen, er Er ist macht drin! es! Oh, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Alter, dieses Spiel fickt meinen Geist. Hätte die Hexenkriegerin einfach nur vorhin den Ball gefangen, wäre das hier gar nicht nötig gewesen. Nein! Das ist genau der Punkt, wie du schon sagst. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Ne, die Hexenkriegerin fängt nicht den Ball. Nein, der Blitzer muss kommen und muss durch mehrere Tackle-Zonen durch, um den Ball aufzuheben und in die Touchdown-Zone zu bringen. Das ist doch nicht wahr, Freunde. Es ist doch Alter nicht wahr. Schwede. Och, da haben die auch keinen Bock mehr, bleiben einfach noch liegen. Die haben gesagt, das reicht Das jetzt. reicht jetzt, wir haben es geschafft. Und Es steht 2 ich zu möchte an 2. dieser Stelle einfach festhalten, guck dir das mal an, ne? Beide Seiten haben noch einen Zug. Die Ratten haben nur noch einen Wiederholungswurf und einen Apotheker. Die Elfen haben nichts von beidem. Die Elfen sind in Unterzahl, weil ein Toter zwei KOs. Hatten Und die keine Ratten Reserve. sind genau wieder in Vollzahl, weil die haben zwei Reserve und zwei draußen liegen. Aber die zwei, die draußen liegen, sind auch durchaus ein Verlust für die Mannschaft, weil Stormvermin und Gossenläufer. Aber das ist jetzt schwierig. Also die Elfen müssen jetzt alles geben, obwohl sie drei Mann in Unterzahl sind. Aber immerhin, sie haben den Ausgleich geschafft und sind jetzt erstmal in der Verteidigung. Und hier sieht man dann jetzt auch eine durchaus logische Konsequenz. Eine lose Verteidigungsformation, wo dann jetzt auf jedem der Felder eine Tackle-Zone liegt, ne? Kann man mit der Zahl an Spielern halt nicht mehr machen, ne? Und drei vorne an der Front und die möglichst weit auseinander, damit ein One-Turner unterbunden werden kann. Genau, weil ich meine, immer der Zehner und Sprinter aus dem Läufer. Aber guck dir gerade mal die Hexenkriegerin bitte an, die an der Leine steht. Ich glaube, die hat gewandt. Nee, Nein, hat sie nicht. das Das ist ist die die Stange. normale. Die Die hat. gefährliche ist hinten. Weil ich hätte vielleicht doch die Gewandte dran, weil die kann man sich schlecht zurechtdrücken. Ja, wenn man so einen Chain-Push dann vorhat, um den One-Turner einzuleiten. Ja, Aber stimmt. gut. Aber gut, auf der anderen Seite, man stellt trotzdem, also er hat hier vorne jetzt den Blitzer, den ungeskillten Feldspieler. Und ich glaube, da geht es tatsächlich darum, dass hinten stehen die geskillten Spieler. Guck mal, alles 4, 5, 6, 6 und 5. Also das sind seine wertvollen Spieler, damit die nicht geblockt werden. Also da, Ja. die Erwägung geht ganz danach, die frischen Spieler nach vorn, die erfahrenen nach hinten. Schäden minimieren. Also er hat jetzt halt ein Unentschieden geschafft. Kann die Ratten jetzt auch relativ gut dazu zwingen, dieses Unentschieden anzunehmen? Okay, die Cornerstoners dürfen auf ein benachbartes Schon Feld ziehen. wieder, das hatten die beim letzten Kickoff. Und Oh, wo fliegt denn der Ball hin? Auf den Rattenoger? Moment, das muss ich. Also ganz kurz, um meinen Gedanken noch zu Ende zu bringen. Also wie gesagt, er muss so verteidigen, weil er muss seine wertvollen Spieler jetzt in dem letzten Zug beschützen. Und er muss verhindern, dass die Ratten hier durchkommen. Das sind seine zwei primären Ziele, damit das Unentschieden erzwungen wird. Und ja, der Ball würde auf den Rattenuger fallen, wenn nichts anders Also ich läuft. würde ihn vielleicht da wegbewegen, einen anderen Spieler da drauf aufs Feld Ja, tun. warten wir mal ab. Er ist seine Spieler ja noch bewegen. Ne? Schneller Zug läuft ja noch. Nee, er Jetzt die lässt ihn. Frage: Er lässt ihn da. Der Rattenuger Ja, kommt schafft es aber ja. natürlich nicht. Ist aber auch nicht schlimm, glaube ich. Nee, durch diesen schnellen Zug konnte halt sein Gossenläufer auch schon ein Feld nach vorne platzieren. Ich glaube, das reicht auch schon aus. Ja, Weil er jetzt hat die ja Frage. Bewegung Da 10, kommt 3. jetzt ganz langsam. Ja, sag du erst mal zu Ende. Ja, das heißt, er kann dreimal sprinten, das ist ja der Sprinter, der dann neben dem Oger steht. Das heißt, er kommt in die Endzone rein. Ja, also der Spieler hier, ich wechsle nochmal die Ansicht, damit man es besser sehen kann. Der Spieler hier, der Worath-Giftklinge. Wir sind übrigens heute mal nicht auf die Namen eingegangen. Entschuldigt das an dieser Stelle. Der Worath-Giftklinge kann halt genau nach da hinten durchlaufen noch. Ich glaube, er muss zwei Go-For-Its mitnehmen. Okay, und Und er er muss halt muss. drei rein, eins, zwei, dreimal ausweichen. Genau, zweimal auf Und da passiert ohne jetzt auch genau. Modifikation, einmal auf die auf plus 1. Ja, jetzt bringst du Ja. auch zu Ende. Ja, das war's. Also zweimal muss er ohne Modifikation eine Ah, okay. Geschicklichkeitsprobe machen, einmal halt auf die plus 1, wenn er aus der Tackle-Zone in ein freies Feld tritt. Also er hat Geschick 4. Das heißt, er muss zweimal auf die 3 plus würfeln und einmal auf die 2 plus. Gut, dann wird das jetzt erschöpfend auch geklärt. Wie gesagt, in der Zwischenzeit hat der Gossenläufer den Ball aufgehoben, hat ihn an den Kollegen übergeben und jetzt wird wahrscheinlich genau das passieren, was du jetzt vorhersagst. Aber vorher wird geblockt. Hexenkriegerin umgenockt. Da rennt jetzt noch eine Ratte vor und versperrt jetzt den Weg. Moment, Da Moment, wird Moment. geblitzt.
Ja, Ist ja natürlich. viel besser eigentlich. Warum stellt dann Only Aki seine Spieler dann so weit vorne, damit die geblitzt werden? So kann der Goslow einfach durchlaufen dann, Das wenn der ist. Blitz erfolgreich ist. Ja, das wird mir. Also nur für alle, die das jetzt nicht. Er hätte diese Verteidigungspositionen hier auch viel weiter hinten setzen können. Dann hätte das, dann wäre dieser Blitz nicht möglich gewesen. Und das ist tatsächlich eine gute Frage an der Stelle, Aki, wenn du das siehst, warum hast du das gemacht? Ich kann es mir ein bisschen denken, ich nehme mal an, damit die Spieler, wenn du dann dran bist, schneller vorne sind, weil du gehofft hast, dass du dann noch was machen kannst. Das ist Vielleicht hat jetzt er auf einen meine Blitz Vermutung. gehofft oder so, ja. Vielleicht in der Art, aber jetzt ist er halt, genau, jetzt ist das halt ein gutes Ziel für einen Blitz. So, Und Push reicht aus. es Push reicht, weil dann hat er nämlich jetzt, der läuft jetzt los und nutzt diese Lücke hier aus. Ne, der ist jetzt hier Ja, ja, so ja. rüber und hier ist keine Tackle-Zone. So, und läuft natürlich durch. Richtig. Zwei Und er Go-for-Hits. macht tatsächlich. Zwei Go-for-Hits, aber der Wiederholungswurf wäre ja da gewesen, wenn was schiefgegangen wäre. Ja, der wäre sogar da. Das heißt, die Chance war sehr groß, dass es wirklich klappt. Ja, Go-for-Hits sind zwei Pluswürfe. Das hätte er, da reicht ein Wiederholungswurf als Absicherung total. Man hat halt auch die zwei Wiederholungen, also man hat die zwei Go-For jetzt auch gehört. Das Übliche, die zwei Verletzten bei den Ratten, ein Toter bei den Elfen, zwei KOs. Nee, ein KO nur noch, weil einer aufsteht. Und jetzt ist halt voll die Situation eigentlich dieselbe. Die Ratten sind in Ja. Vollzahl und die Elfen sind zwei Mann jetzt nur noch in Unterzahl. Aber die Elfen haben jetzt nur noch einen Zug. Tja, jetzt ist der nächste One-Turner dran oder Und der Versuch. jetzt ist vermutlich der nächste One-Turner dran. Oh mein Gott. Und die Ratten Was für eine stellen auf. Schlussphase. Die Was für Ratten, eine und die Ratten, Schlussphase. also ich Die sag machen es ja, richtig. ne, ja, was heißt richtig? Das ist halt genau der Punkt. Weil Only Aki danach ja nochmal dran war, kann ich mir denken, dass er es so gemacht hat, eben um danach mit den Spielern noch handeln zu können. Weil wenn die so weit hinten stehen, hätte die ja nicht weit genug vorbekommen, damit die noch was tun können. Er hat, glaube ich, wirklich gehofft, dass sowas wie das, was jetzt passiert ist, eben nicht passiert. Aber wie gesagt, Aki, schreib's einfach unten in die Kommentare, wenn du es siehst. Warum hast du sie nicht wie hier so weit nach hinten gestellt? Wie gesagt, ich vermute, es liegt dran, weil du danach mit denen noch was machen wolltest. Aber die Ratten, die wissen halt jetzt, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr dran sind danach, können also ihre Leute ganz nach hinten stellen und auch ein viel dichteres Netz, nämlich so wie du es bevorzugst, machen. Wo jetzt Bei Tackle-Zonen überall, ja. überall jetzt eine doppelte Tackle-Zone drauf liegt und vorne nur noch die ungeskillten Feldspieler stehen. Das heißt, mit Geschick 4 musst du da mit einer 4 plus durchdodgen zweimal und einmal mit einer 2 plus zum Abschluss. Oder, ja, genau. Genau so ist es. Ja, du hast das schon richtig gesagt. So, jetzt bin ich gespannt. Only AG. Kein Wiederholungswurf, kein Apotheker, Oh, letzter stimmt. Zug und er ist hinten 3 zu 2. Das heißt, er muss jetzt eigentlich einen One-Turner bringen. Die Ratten kicken. Und schneller Zug für Malekith Druhi. Das ist schon mal. Also, das ist jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, nachdem Don Carlos und die Cronoswanners so lange so viel Glück hatten, ist es jetzt eigentlich nur fair, dass jetzt mal die Elfen den schnellen Zug bekommen. Ja, das stimmt. Das erste Mal in der zweiten Ein Halbzeit. Bonuszug für beide Seiten wäre übrigens an dieser Stelle auch nicht schlecht gewesen. Aber ein schneller Zug ist für eine routinierte One-Turner-Aktion tatsächlich fast besser. Stell dir mal vor, wir sehen in lauter One-Turnern immer wieder Bonuszüge, du, dann kommen wir gar nicht zu Ende. So, also der Ball wurde Fängt den Ball sauber gefangen, direkt. das ist schon mal gut. Jetzt geht da der Blitz auf die Ratte, Jetzt wird schiebt da gepusht. nach drüben. Jetzt kommt der genau. So, da gibt es nochmal einen Both Down, alles kein Problem. So, oh, was ist es? Jetzt habe ich es wieder Jetzt nicht nochmal. gesehen. Ja, gibt nochmal zwei SSP. Aber ich glaube, es war wieder eine unspektakuläre Verletzung. Naja, egal. Auf jeden Fall. Es war eh nur ein Feldspieler, auch wenn es was Schlimmes wäre. Ja, das ist halt immer der, was ich schade finde, dass das immer so schnell weggedrückt ist. Also wie gesagt, noch eine letzte Verletzung, letzte SSP für die Elfen. Jetzt kommt der Ballträger, wirft und Nein! versagt! Schon der Pass versagt. Ich dachte, wir sehen jetzt Nein! zumindest Dodgen. Ich meine, dass das Nein! klappt, ist schon sehr Also, unwahrscheinlich. ganz ehrlich, dass sie hinten durch dieses Netz durchkommen, war ja schon unwahrscheinlich. Aber ich habe gehofft, dass sie es bis dahin wenigstens schaffen. Ja.
Und jetzt sehe Zur ich gleich schon. spektakulären Tod sehen noch Ja, dabei, und jetzt sehen wir. Deutschland. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe halt wirklich gehofft, dass jetzt der One-Turner funktioniert, dass da einer nach hinten durchläuft und dass er entweder es sogar durchschafft oder halt eben beim Ausweichen versagt und dann, ich hätte jetzt natürlich, ne, niemandem was Böses gewünscht, aber eine Verletzung oder so wäre jetzt an der Stelle natürlich dann noch episch gewesen. Für die Zuschauer. Jeden Fall Glückwunsch Und hier an Don Gales. genau, Glückwunsch an Carles, aber Aki, du hast es bis zum Ende versucht. Ihr habt beide großartig gespielt. Kann man nichts gegen sagen. Bitter ist jetzt allerdings zusätzlich noch, was ich gerade sehe. Der MVP von den Malekith Druhi ist der tote Feldspieler. Das ist doch wirklich. Also da. Doppelt ärgerlich. Also ich möchte Folgendes behaupten. Beide haben ein tolles Spiel abgeliefert und es war bis zum Ende offen. Es war bis zum Ende offen und spannend. Aber man muss schon ein bisschen sagen, heute war ein bisschen, Don Carles war ein bisschen mehr von Nuffl geküsst. Gerade die Kickoffs, ja. Gerade die Kickoffs und gerade jetzt der MVP ist auch nochmal so ein Ding, wo Nuffl nochmal so einen kleinen Mittelfinger in Richtung Aki gezeigt hat. Aber ansonsten, ihr seht die Gesamtaufstellung, ne? Einer der Goss, der Sprinter-Gossenläufer hat es bekommen hier. Mit 10 Bewegungen und Sprinten. Und der brauchte es aber jetzt nicht unbedingt, würde ich behaupten. Der hatte schon der hatte schon längst genug Punkte für den Aufstieg, Bei aber dem ersten Touchdown schon, hat ja. man gesehen. Der wird wahrscheinlich sprintsicher bekommen. Ja, ansonsten seht ihr es ja. Wie gesagt, schade, dass ausgerechnet der tote Spieler hier den MVP absahnt. Statistik. Es war aber wirklich, muss ich sagen, ein großartiges Spiel, Gleich viele das Tackles gemacht. absolut wahnsinnig war. Und wie gesagt, theoretisch war bis zum Ende ja alles offen. Also man hat ja gesehen, die beiden letzten Züge haben eigentlich alles entschieden, weil die Ratten haben in ihrem letzten Zug nochmal die Führung erarbeitet und die Elfen hätten mit viel Glück den Ausgleich ja noch schaffen können. Schade ist halt wirklich, dass sie nicht mal in die Nähe des Netzes kamen. Ja. Ne? Aber ansonsten, SSP sind auch eine ganze Menge geflossen. Man summiere mal auf. 6, 12, 13, 15, 20, 14, 16, 17, 19. Also 19 und 20 Sehr SSP, viel. das ist viel. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Ansonsten, großartiges Spiel, großartig gelaufen. Zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir hier an der Stelle dann für diese Woche Ende machen. Ein Spiel ist noch offen. Wird sich heute entscheiden, ob das oder wird sich noch entscheiden, ob das Spiel gespielt wird oder nicht. Tabelle sieht derzeit so aus. Ihr wisst, was Tatsache ist. Mehr sage ich dazu nicht. Unser Aufsteiger. Ja, unser Durchläufer nenne ich ihn gerne. An dieser Stelle, wie gesagt, nochmal danke, dass er uns das Spiel empfohlen hat und nochmal der Aufruf: Empfehlt uns schöne Spiele. Wir profitieren wirklich davon, wenn ihr uns da ein bisschen helft, gute Spiele rauszufiltern. Ansonsten sind wir sehr zufrieden mit dem heutigen Match. Ich hoffe, ihr auch. Und wir verabschieden uns für diese Woche und sagen bis dann, liebe Freunde des blutigen Ballsports. Und bleibt strategisch.